Hey und willkommen zum Seerosen Restaurant. Auch damit geht's heute weiter. Ja, weiter geht's mit der Einrichtung, mit dem Sumpf und ja, einigen Details auch von euch in den Kommentaren. Vielen lieben Dank, dass ihr da immer so fleißig ja, mit kommentiert, mit überlegt, kreativ seid und eure Ideen dann auch teilt mit mir, weil dann kommt was richtig Cooles bei rum und ich glaube auch heute in dieser Folge ja, ist uns das gelungen. Ich möchte das auch nochmal nutzen, um euch auf die Kapitelfunktion aufmerksam zu machen. Und zwar hier unten in der Timeline, ne, wo ihr auch das Video vorspulen könnt und so, da findet ihr auch die Kapitel bei mir hier im Channel in den neueren Videos. Das ist ja eine relativ neue Funktion. Und die letzten 2-3 Monate, da habe ich schon Kapitel drin und da könnt ihr ganz einfach zum Beispiel auch dieses Intro hier überspringen. Wenn ihr sie schon kennt, dann habt ihr es vielleicht schon übersprungen, aber dann ist es auch okay. Und ja, guckt da mal rein. Es sind in manchen Videos sind es ein paar mehr Kapitel als in anderen, je nachdem, ob es wirklich so feste Zimmer sind oder ob wir einfach komplett frei bauen. Aber zumindest das Intro könnt ihr überspringen und dann habt ihr noch diese Bereiche, die in diesem Video drankommen. Da könnt ihr einfach dahin springen. Ja, das wollte ich nur sagen. Jetzt geht's los. Daumen hoch. So, da sind wir hier im Seerosen-Restaurant-Sumpf. Schön, dass ihr wieder reinschaut. So sieht das bisher aus. Ja, ein Restaurant auf Seerosen, verbunden mit Brücken, die die Sims auch gehen können. Haben wir in den letzten Folgen gemacht. Guckt euch das an, falls ihr wissen wollt, wie das geht. Hier ist der Empfangstresen. Ich gebe nochmal einen Überblick. Hier haben wir größere Tische am Rand. Und dann haben wir hier Seerosen, ja, wo man dann hier sitzen kann. Da gab es leider nicht so Feedback. Ich finde, glaube ich, die Rosanen dann doch ein bisschen besser. Aber wir könnten auch abwechseln, denn wir haben nur grüne Schirmchen. und ja, da ist dann ringsrum der Sumpf hier schön begrünt. Finde ich ganz schön, ne? Kam auch ganz gut an. Für nur ein bisschen was Buntes war so der Turnus. Aber ich habe so ein bisschen auch die Überlegung, ne, wir lassen das grün und rosa, weil es halt einfach so romantisch ist. Viele wollen auch hier heiraten. Könnt ihr auch tun. Aber es ist natürlich ein Restaurant. Aber man kann ja einfach kurz einen Hochzeitsbogen platzieren. Und den Kuchen, den muss man ja in der Regel eh mitbringen. So, so sieht das aus. Ja, so ein bisschen, auch mal ein bisschen düsterer, sage ich mal. Und dann wieder romantisch im Licht. So, ihr habt kommentiert, Engelchen, vielleicht Lichtergirlanden auf den Stegen entlang laufen lassen. Ja, 54 Likes gab das. Das finde ich auch schön, weil die sind so ein bisschen filigraner und nicht so schwer wie diese Lampen hier. Die wiederum wären im Eingangsbereich ganz gut aufgehoben, war so eine Idee. Das finde ich doch auch ganz gut. Dann können wir das vielleicht hier so machen, dass das hier ein bisschen beleuchtet ist. Aber da nehmen wir dann auch die rosa Farbe, denn, oder? Lass mich da mal gucken hier, wo waren die? Die rosa Holzfarbenen hier. Da können wir das schön in das Grün rein. In der Hoffnung, dass die Sims da nicht wieder... haben wir letztes Mal auch getestet, dass sie nicht in den Pool schwimmen gehen. Wir müssen auch noch außenrum, ne, so ein bisschen was platzieren. Wir haben natürlich Zäunchen platziert, damit die Sims da nicht drin schwimmen gehen. Und damit das alles hier abgedeckt ist. Und da kommen die nicht rein. Ja. Ah, so ein schön, ja, hat der Daniel letztes Mal gemacht. Da oben hier, ne? Ja. Auch hier gab es eine Idee, dass man die umtauscht. Das gucken wir gleich mal. So, dann probieren wir mal die Lichtergirlanden, bevor ich es wieder vergesse. Genau. Also, wir gucken in das, ich glaube, die sind in den Elternfreunden, diese ganz simplen. Oder nee, die waren bei mein erstes Kleinkind oder was? Kleinkind-Axis war es, waren die, glaube ich, drin. Ja, bei Großstadtleben gibt es nur die hier. Die sind so ein bisschen, ja, die sind für die Wand gedacht, aber die kriegen wir da auch nicht richtig in den Pool rein, ohne da eine Stunde lang hochzuleveln. Aber mein erstes Kleinkind-Axis war, wie heißt denn Kleinkind einfach, ne? Ja, genau, da gibt es doch solche Lampen und guck mal an, die passen da, glaube ich, sogar. Wir können mal gucken, wir können mal nach unten gehen und da dann das Gitter anmachen, weil dann können wir das auch platzieren. Sonst hüpft das immer ein bisschen. Oh, ich sehe hier gerade ein Problem. Das ist hier leider so, dass das in der Luft schwebt. Da müssen wir dann genau auf den Steg drauf. Und am Ende könnte man die vielleicht sogar, die gibt es glaube ich auch in rosa sogar, einmal verkleinern, dann würden die hier sogar hinpassen. Ich würde die jetzt nicht überall machen, aber wir können die auf jeden Fall mal hier machen. Wir gucken mal, da gibt es auch genau die rosa, dann gibt es auch. Das ist halt die Frage, ne? Nimmt man die rosa Farben oder die gelben? Ich finde so Lichterketten, die dürfen gern mal ein bisschen auch
anders aussehen. Oder wir machen das O-Ton in rosa. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel rosa dann, ne? Ja, ich würde sie mal klassisch... Ja gut, wir haben auch einen weißen Pfosten, muss man auch beachten. Ich würde sie mal trotzdem klassisch gelb machen, oder? Ja, dann ist es nicht ganz so pudelpink. So, ich platziere die jetzt mal hier und dann können wir das so gucken, dass das hier nämlich am Ende, machen wir das dann, mit der Toolmod runtergelevelt wird. Ja. Und dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen hier alles. Oh, das ist wieder hier eine Arbeit. Also man muss dann auch die Pfosten... Ich gehe nochmal in das Pack rein. Ich habe es gleich, Vorbereitung mit alles. Mein erstes Haustier war es nicht. Kleinkind, so. Dann stellen wir die da hin. Und die muss man natürlich dann auch gucken, dass die richtig verbunden sind hier auch. Ach, da gehst du jetzt weiter runter? Ach so, ja, weil du natürlich... Du stehst natürlich auf, du bist kleiner, du Objekt. Das Objekt ist kleiner. Deswegen nimmt es nicht die Breite von den Dingen. Ach, vielleicht kriegen wir die weiter nach vorne auch. Wenn wir die weiter nach hinten, dann rutschen die auch runter, witzigerweise. Das ist ja mal komisch. Dann können wir die auch da reinsetzen. Dann setzen wir die auf die Poolhöhe. Können die Sims da eigentlich durchlaufen? Müsst ihr eigentlich, oder? Also durchlaufen müssten sie ja eigentlich können. Da sind sie ganz im Wasser hier. Also irgendwas will ja nicht so, wie ich das will. Also man könnte sie natürlich auch direkt auf den Rand setzen. Dann müsste man drüben aber eine höhere Stange auch nehmen. Das ist dann wieder der andere Punkt, ne? Also wäre schon schöner, wenn die, ja, wie sieht denn das überhaupt aus auch? Ich weiß noch nicht so genau. Vielleicht packen wir die auch... Das wäre noch eine andere Idee. Also ich finde das ja ganz schön, dass der Steg... So offen ist. Also, dass es halt nicht so durchbrochen wird. Aber man könnte die vielleicht so unten drunter auch packen, irgendwie, dass die so am Rand sind. Ja, genau, dass so unten durch die Brücke. Das wäre doch auch ganz süß. Dass die so über dem Wasser hängen. Das ist doch auch schnuggelig hier, oder? Das ist doch auch schnuggelig. Ja, ein bisschen tiefer wäre schlecht, sonst hängen die wieder im Wasser. Vielleicht können wir es noch, wir müssen das aber nochmal testen, ob die Sims da dann wirklich auch drüber latschen. Das wäre natürlich auch besser dann. Das wäre natürlich auch schön. Ja, das ist schöner, ne? Dann haben wir da nicht... Überleg mal, es sind überall so Kabel und so, das würde das voll irgendwie das Bild zerstören. Ich würde das an so ein paar Ecken machen und wir haben ja auch noch mehrere Kommentare von euch. Kann man am gucken, wie tief geht denn das? Ja, die hängen dann im Wasser, ne? Da müssen wir schon ein bisschen höher... Machen wir das doch so einfach. Hier. Bisschen weiter raus. Die hängen dann ein bisschen durch das Holz. Das will ich eigentlich nicht. Oder machen wir das mit Absicht, damit es schön auf dem Ding. Machen wir das so. Und hier auch. Ja, oder? Das ist doch Kompromiss hier. Was sagt ihr? Daumen hoch, Daumen runter? Ich hoffe hoch. So. Ja, das sieht bestimmt bei Nacht ganz geil aus, wenn das hier so... Oh ja, guck mal, es beleuchtet auch wunderschön diese Brücken. Jetzt probieren wir mal mit dir, Mädchen, ob du da laufen kannst. Guck mal, kommst du da hin? Kommst du da rüber? Gott sei Dank, ja, wenn die jetzt wieder gewedelt hätte, du, ich schätze... Schätze entfernt hier aus meinem Spiel. Ja, dann machen wir doch so ein paar... Haben wir doch so ein paar nur. Da könnte man jetzt auch wieder oben eine mal machen. Das ist jetzt die Frage. Machen wir nur ein Stück weit oben? Oder... Das ist immer die Überlegung, ne? Da wäre natürlich hier schön möglich. Schön möglich, ja. Wir müssen da wieder ein bisschen rüber, dass man das vielleicht so an einer Stelle macht. Aber nicht überall, oder? Ich bin da so wieder ein bisschen hin und her gerissen. Wieso ist die jetzt so weit oben? Ich will die einfach nur auf der Brücke platzieren, liebes Spiel. Let me doch do this hier. Let me do this. Ja, die hüpft da wieder. Ich glaube, der Boden ist da zu Ende von der Brücke, ne? Kann das sein? Ja gut, das geht noch. Wenn wir die ganz an den Rand setzen. Die müssen noch ein bisschen weiter vor. Dann ist das okay. Und jetzt nochmal den Pfosten. Das ist hier wieder Fummelarbeit, hier sage ich dazu immer, ne? Jetzt, wo ist das Ende? Habe ich es getroffen oder nicht? Das ist ja wie beim Bogenschießen, ja, da musst du dann immer gucken. Ja,
Ich weiß noch nicht, ob mir das so gefällt. Nee, das gefällt mir nicht. Das ist mir zu dominant hier in der Mitte. Da geht das ganze Pool-Deko-Krams hier kaputt, finde ich. Wir setzen dich da unten rein, machen da nochmal eins. Oder auch hier über die Brücke, vielleicht haben wir die Kreuzungen ausgeleuchtet. Das ist immer wichtig, die Kreuzungen hier. So. Ja, wir machen es an die Kreuzungen, würde ich sagen. So, und da dann auch. Einfach ein bisschen hochleveln. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, Tipps und Hilfen Playlist, die weiß Bescheid. Die weiß Bescheid. Oh, die schlängelt sich sogar da so durch. Oh, die eine hängt trotzdem unten drin. Gibt einen Stromschlag. Don't swim. Wir haben da, glaube ich, die vergessen zu verkleinern. Ne? Wir haben die andere verkleinert. Und deswegen hängen die so weit runter im Vergleich. Hier eins tiefer als das Ding. Dann gehen wir hier ein bisschen rein. Dann guckt die eine rechts und links nochmal ein bisschen raus. Ja, das mal so. Ist das was oder ist das was? Ja, will ich schon mal wissen von euch. Bin mir noch nicht so ganz sicher damit. Oh, du. Bleib da unten, Mensch. Nee, bleib unten, bitte. Ich will dich nicht da oben haben. Wieso bist du jetzt da oben hier? Ich will unten haben. So, ein bisschen hoch. Oh, die müssen wir auch noch verkleinern, genau. So, wann docken wir an? So. Sehr schön. Ja, das macht halt auch bei Nacht das dann aus, ne? Das ist schon ein bisschen schwierig mit den Lichterdingern. Also da möchte ich nochmal Feedback haben, bevor ich da weitermache. Da möchte ich auf jeden Fall nochmal Feedback. Weil oben finde ich es echt nicht schön, aber unten finde ich es total cool. Aber wir haben ja auch noch... Na gut, nicht total cool. Aber aus Großstadtleben gibt es noch diese schwimmenden Lampen. Und da kommt Justin Meinert ins Spiel. Ich würde als Lampen die schwimmenden Blütenlichter aus Großstadtleben nehmen. Finde ich schön, weil es dann mit den Seerosen übergeht und es dann nicht so auffällt. Und die Klos würde ich die Blätter von der Seerose machen. Da müsste genug Platz sein. Ist zwar kleiner, aber da passt ein Klonwaschbecken rein. Links und rechts. Und in der Mitte die Tür. Ja, dann gucken wir das auch gleich mal an. Aber zuallererst gehen wir erstmal alle Anzeigen und dann klappen wir das mal aus. Habe ich nicht drin. Aber ist egal, finden wir auch so schnell die Mod zum Ausklappen des Baumodus. Hier ist er schon, hier, die kleine. Ja, sehr gut. Da gibt es auch so eine Farbauswahl. Mal gucken, ob wir eine finden, die passt. Ich finde ja die grünen ganz schön in dem Fall. Ja, die sind auch nicht so schlecht. Ich muss schon sagen, ich finde die Grünen dann irgendwie cool. Ja, wenn es rosa nicht gibt, dann machen wir halt grün. Und da müssen wir auch mal kurz wieder umswitchen auf die Nacht, damit man dieses Lichter mehr... Das ist doch ein Kompromiss, oder? Also die Lichterketten, die sind nicht so schön wie die Seerosen. Die fallen auch, da hast du recht, gar nicht so arg auf. Das ist total schön. Wird das noch nachbelichtet oder bleibt das so? Oh, die schimmern auch so toll bei Nacht, ne? So, das setzen wir einfach mal frei, ganz natürlich. Bei den Brücken vielleicht ein paar mehr. Hinten noch vereinzelt ein paar. So ein bisschen leuchtet. Und dann wird das, glaube ich, ganz cool. Wir haben auch noch so ein Dreier gespannt, deswegen bin ich da erstmal ein bisschen vorsichtig. Genau, ein bisschen die Bäumchen beleuchten, natürlich die Brücken. So, und dann hier noch dazwischen. Ja, da kann man, glaube ich, nicht genug holen sich, oder? Hinten auch noch, nicht zu vergessen, diesen Rücken. Hier, ich habe Rücken. Ja, hier am Eingang, da müssen noch ein paar mehr. Da können wir auch noch mal gucken, die großen. Ah, da gibt es auch so ein rosa Gespann. Rosa, lila. Was haben wir noch? Blau, dezent. Die sind auch nicht schlecht. Wie sehen die bei Tag aus? Sind das die lila? Ah, ne, die sind so ein bisschen pink. Guck mal, dann nehmen wir doch die. Setzen da nochmal so ein paar rein. Ja. Das soll hier wirklich ein Licht am Meer werden. Also das darf hier echt glowen. Hier auch noch bei der Brücke. Ja, aber tatsächlich, dann würde ich die Lichterketten doch wegmachen, weil oben gefallen sie mir nicht und unten finde ich die dann doch komisch. Ich würde das dann gar nicht mehr nachfragen bei euch, aber gerne trotzdem kommentieren. Wenn ihr alles sagt, boah, das ist ja mega geil da unten dran,
dann habe ich irgendwie ein falsches Gefühl irgendwie, aber dann weiß ich auch Bescheid. So, das ist schon mal ganz gut. Hier hinten noch. Hier noch eins. Hier rum, darum. Ja, hier muss noch irgendwie, ne? So, machen wir mal Nacht. Ja, ich weiß, ihr wollt hier heiraten. Macht das auch gerne. Ist okay. Do it. Macht damit, was ihr wollt. Ihr könnt es umbauen, ihr könnt es so gestalten, wie ihr das wollt. Feel free, ihr könnt es neu hochladen und alles damit machen, was ihr Bock habt. Seid ihr wirklich komplett frei. Ich finde es auch cool, wenn man die so ein bisschen in die Seerosen reinsetzt. Und dann leuchten diese Objekte an sich noch ein bisschen. Ne? Zählt das eigentlich als Kerze oder ist das jetzt ein Lichtobjekt? Weil wir können die gerne noch ein bisschen. Pause, sonst wird's ja Nacht. Automatische Lichter, alle Kerzen. Nee, nicht ausschalten. Alle Kerzen. Anzünden, alle Kerzen, genau. Farbe, alle Kerzen. Wir machen die entweder Gold oder sogar ein bisschen Pink, aber nicht so viel. Nur so 90% oder so. Ich muss mal, es ist immer blöd, dass man das bei Nacht nicht einfach einstellen kann. Dann sieht man, oh nee, das ist nix. Ist ja hier Barbie-Haus. Farbe, alle Kerzen, also doch ein Gold. Aber dann schönes Gold, ein schönes Gold und nicht ein weiß Gold. Oh ja, das ist doch schön. I like. So, dann kommen wir mal weiter. Wir haben ja noch an unserem Hausi-Line. Da könnte man noch die Farben umtauschen, hat jemand geschrieben. Ich habe das, glaube ich, jetzt nicht. Genau. Von Matt Blood CK war noch ein Kommentar. Ich fand die Toiletten inklusive Waschbecken, also vier Kästchen drin, gut. Aber ich würde den Eingang von außen machen. Also, dass die Toiletten von außen begehbar sind und nicht durch die Küche. Sehr gut, bin ich gar nicht drauf gekommen. Und die müssen wir umtauschen, die Farben. Das wäre auch noch so eine Idee. Also, dass wir die quasi, Farbe dieses Licht, dass wir die quasi weiß machen. Oder so warm weiß, ne? Und dieses Licht machen wir dann so pinky. Pinky. Und jetzt gucken wir das uns nochmal an. Nochmal ein bisschen heller. Ob das gleich schon wirkt oder ob das noch von woanders dann. Ja, so rum ist es viel besser, ganz genau. Und dann kommt da ein bisschen Licht rein in dieses Gebäude. Und dann ist es auch nicht so, ja, falsch rum einfach. Ist dann auch wie so eine Seerose, sehr gut. Na, ist jetzt nicht so wunderschön weiß da unten, aber können wir nochmal gucken, ob wir das vielleicht dann doch sehr kühl machen. Farbe dieses Licht machen wir mal so weiß. Und das Farbe dieses Licht. Genau so. Aber wir dürfen es nicht so krass machen. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass die Dächer rechts und links nicht richtig beleuchtet werden. Weil das ein bisschen runtergedimmt. Dass das nicht so heftig ist. Hier wieder weiß. So. Und hier wieder pink. Oder habe ich es richtig rum? Habe ich die richtige? Da habe ich es richtig rum. Okay, ja, dann ist auch recht. Dann ist auch gut. Okay, dann haben wir das auch mal gefixt hier. Dann holen wir uns die noch. Jetzt ist jetzt ein bisschen Fleißarbeit. I know. Aber die machen wir jetzt da auch noch drum rum. Bisschen größer wieder. So. Und hier die auch. Bisschen größer. Ist doch eine schöne Deko, oder? Läuft.
Ja, wobei hier ist das Fenster mit Schnörkel, ne? Hier ist das Fenster mit Schnörkel. Ich habe immer Angst, dass die durch die Tür nicht mehr durch können, wenn ich das so... Ja, das bei den Sims weißt du halt echt nie, ne? Die Banausen. Zimmern wir das hier komplett, oder? Das gibt's ja nicht, statt dass hier nur halblebig gemacht wird. Also gut. Ja, auch nochmal wirklich vielen Dank für die Kommentare. Das war echt der Hammer. Gut, hier müssen wir wieder gucken jetzt, ne? Dass wir da das Klo vielleicht dann reinmachen. Das könnte man mal ausprobieren. Und last but not least. Ja, die müssen ein bisschen hoch. Sonst guckt sie unten raus. So. Auch noch mal ein bisschen tiefer. So, sehr schön. Jetzt gucken wir mal nach dem Klo. Das habe ich ja letztes Mal probiert, hier hinten so ein Klo reinzuziehen, aber das war ja dumm. Aber wir können mal gucken, ob wir da irgendwie von außen reinkommen. Ich glaube, man kann ja eine Tür außen rein machen, ne, hier. Und dann kommt man ja, also wenn man hier jetzt Wände platziert, dann kann man ja da eine Tür machen, rechts und links, oder? Ja, ganz aufgehen tut es dann auch nicht, aber mal, es geht. Man kann das ja so machen. Ja, dann machen wir das hier zu einfach so. Und so, dann haben wir da drin schon mal eine gerade Wand, ist auch gar nicht so schlecht. Und dann haben wir hier zwei Toiletten. Ist jetzt bei dem Licht natürlich auch wieder ein bisschen schwierig zu sehen. Und man kommt da quasi rein. Und hat dann da die Möglichkeit, jetzt zwei Klotüren zu machen. da nehmen wir mal so ein... Oder nee, wir nehmen so... Da gibt es doch diese schönen da auch mit lila. Bisschen finde ich gar nicht so schlecht. Gucken wir mal, dass wir die hier drin platzieren. Dann wird man auch sehen, wo die Tür ist. Ist das Mädchenlein? Wo ist das? Nur für Mädels? Wo ist das Männerlein? Da auf der anderen Seite. Ich suche dort gerade hier. Ja, das hier so. Und hier auch nochmal umgedreht, damit das hier richtig ist. Und die muss weiter an den Rand. Ja, weil die andere ist auch am Rand. Und ich kann ja hier nicht die Wand in der Mitte ziehen, leider. Ja, das hier rechts und links ist dann das Klo. Das müsste sehr gut gehen. Was ist das für eine Ding da dazwischen? Ist da, haben wir da ein Podest drin oder was? Oder macht er immer so komisches Podest rein plötzlich? Wisst ihr, was ich meine? Macht mal irgendeinen Raum. Und dann zieht das Spiel hier ein Podest rein. Das ist immer wieder komisch hier, wa? So ein komisches Spiel. Okay. So. Wo ist es da? Nee, falsch rum. Hier. Jetzt stimmt's. Ja, jetzt ist richtig. Habt ihr das auch manchmal, dass der einfach selber ein Podest macht? Oh, wir haben jetzt da unten so ein Ding. Ah, dann müssen wir vielleicht hier doch hoch. Aber drin gehen wir da nicht hoch. Deswegen den Dächern wieder. Oh, wei. Ja, dann können wir hier aber gleich mit der Tür auch höher, oder? Geht das nicht? Müsste aber funktionieren. Das hatten wir doch vorher nicht mit den Dächern da am Boden. Okay, dann können wir nämlich auch hier gleich einen anderen Boden machen. Da können wir dann so ein... Ich hätte einfach so einen Fliesenboden nehmen, oder? So ein Fliesenboden. Da ist eine Küche hier, dann ist die auch erhöht, dann ist auch ganz gut. Und dann haben wir die Möglichkeit, ja, das hier so zu gestalten. Oder nehmen wir da so einen schlichten Boden, ist glaube ich besser, ne? Aber schön weiß dann auch. Ja, ist ja auch weiß, das Ding. Jetzt brauchen wir hier noch ein paar Lampen, weil es ist natürlich sehr dunkel. Und dann nehmen wir einfach diese schlichten. Gehen wir mal in die Nacht. Das ist immer alles so blau, ne, in diesem Spiel. Alles so blau hier, alles blau. Beleuchtest du das mal oder machst du Pause hier? Jetzt geht's ab. Das ist ja mal schön jetzt hier. Aber wieso ist das alles so blau, so extremst hier? Mensch, aber das leuchtet dann richtig schön. Auch nicht schlecht. Okay. Ja, das ist ein bisschen vielleicht zu viel des Guten hier drin. Können wir mal ein, zwei entfernen noch, oder? Wieso leuchtet das jetzt so abartig an der Wand? Schon komisch irgendwie. Irgendwas stimmt da noch nicht. Müssen wir nochmal gucken. Und dann machen wir hier die Klos rein.
Heute ist wieder voll die Planungsfolge. Sehr gut. Danke für eure Kommentare. Aber das mit dem Podest schickt mich jetzt. Ich hätte eigentlich doch gern lieber auf den Boden, aber da kommen die. Ach, jetzt doch nicht mehr. Doch, da kommen diese Dächer da raus. Wieso kommen da die Dächer? Da ist doch nicht die Möglichkeit hier, oder? Macht da immer, egal wie man es dreht und wendet, oder? Manchmal kann man es drehen und dann zurück machen und dann ist es weg. Tja, Chakalaka muss nur wissen hier. Sehr gut, das geht. Bug behoben hier. Wer will nochmal hier? Du willst auch nochmal eine extra Einladung hier ins Restaurant. So, jetzt ist es gut. Jetzt sind wir wieder auf dem Boden, ne? Ja, ist doch besser. Ja, ist doch besser. Ich weiß nicht, ob das funktioniert mit den Türen und irgendwie war da auch das Fundament so komisch weg. Das ist immer ein bisschen tricky. Tricky, tricky. Dann nehmen wir aber auch hier dann so Wellness-Tag Steinfliesen. Oder die Wandpaneele. Oh, die sind natürlich auch schön. Die sind natürlich auch schön hier. Die sind auch schön. Muss man aufpassen, dass man die nicht außen platziert, weil ein Dach ist das ja hier. Und wenn man das platziert und dann nach außen, ne, da ist es dann, das ist das auch beim Dach, egal, wenn man das Dach eintapeziert, ist überall tapeziert, ne, von innen wie außen und überall. So. Eine andere Idee war ja die Glos hier in die Kellnerstation rein, aber das finde ich ein bisschen knabbisch. Und dann müsste man zum Händewaschen auf die andere Seite. Und dann müsste, ja, ich finde es so besser, ne, von außen hin, hinten hier. Und dann sieht man auch die Oh, das sieht ganz gut aus. Oh, die haben wir noch nie eingefärbt hier. Das sieht auch so ganz gut aus eigentlich, weil das passt besser zum Tisch. Ne? Das ist schon wieder zu pink da oben. Irgendwie. Ich glaube, ich mache die so wie die da hinten. Das sieht irgendwie schöner aus. Ich weiß es noch nicht. Könnt ihr da nochmal Feedback geben zu den Lampen? Das wäre ganz cool. So, dann gehen wir jetzt mal rein. Und was habe ich denn noch? Was habe ich denn noch? Ah ja, genau. Expert Gamer. Man könnte doch diesen einen riesen Baum mit den hängenden Lampen aus dem Debug platzieren. Für mich wirkt das Ganze so friedlich. Ja, das wäre noch schön, wenn wir da noch so ein paar Lampenjog-Dinger haben. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde auch den aus Heimkino-Accessoires ganz geil. Wird auch so Lampenjogs. Und da gibt es auch welche, die neutral sind, also so wie die Kugeln. Aber es gibt sogar auch einen rosa romantischen hier, gibt's auch. Nee, der ist nicht romantisch, aber der ist rosa. Keine romantische Aura. Und den gibt's auch mit neutralen, den rosa Baum. Gibt's sogar einen lila. Ne? Also wenn, dann würde ich schon den rosa farbenen nehmen. Weil wenn wir da schon so viele haben, dann könnte der ganz gut passen. Dass man da nochmal so ein paar Lampignon-Dinger platziert. Vielleicht auch statt zu einem anderen Baum. Dass das noch ein bisschen prominenter ist mit dem Rosa. Und das leuchtet natürlich auch hier zum Beispiel ganz gut dann aus. Ne? Wenn man da so den Eingangsbereich hat, dann kann man da, glaube ich, ganz schön auch das so ein bisschen... Oder? Ja, jetzt wird es noch mehr zur Haushaltslocation. Ihr wolltet ein Restaurant, ihr habt abgestimmt. Restaurant. Was macht der da? Die macht hier. Die. Ja, dann nehmen wir aber die neutralen Lampen, würde ich sagen. Ja, die anderen sind mir so ein bisschen zu verspielt dann doch. Also die weißen, die weiß-grau-beigen Lampen da, die. Ne? Die sind besser. Jetzt gucken wir, dass wir da noch ein paar mehr machen. Dann wird es auch insgesamt weniger sumpfig, aber es bleibt ja dann trotzdem in Sumpf. Aber ist halt weniger Sumpf. Noch so ein bisschen so, dass man da ein bisschen mehr sieht davon, wenn man da hinten sitzt, ne? Haben wir da auch noch einen Tisch? Ne, da ist nichts mehr, ne? Wenn wir immer noch mal gucken, da wäre noch, ja, da haben wir ja schon den da drüben. Hier haben wir den. Ja, hier so in der Ecke wäre auch noch gut. Müssen wir noch ein bisschen gestalten. Dann machen wir da mal so. Ich hoffe, die Sims latschen da dann noch außen rum. Und hinten im Eck hier auch noch. Da fehlt noch was, ne? Jetzt wird es langsam echt zum Barbie-Haus 3.0. Barbie-Seerosen-Spaß-Restaurant. Ja, jetzt wird es da im Hintergrund auch nochmal beleuchtet. Also die Stromrechnung will ich nicht haben, du. Na gut, das sind alles Kerzen, aber wie zündest du die an? Du musst einmal mit dem Boot rumfahren. Ja, cool, oder? Mhm.
Ach, das wird. Ne? Zusammen kriegen wir das mega geil hin. Und die komischen Lampen da oben, die kriegen wir auch noch perfekt eingefärbt. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Okay. Was haben wir denn noch für Anforderungen? Genau, die Toilette und das Waschbecken, das war's ja, ne? Dann haben wir fertig. Dann haben wir fertig. Was war denn das gerade? Habe ich gerade richtig? Was ist das denn jetzt? Ah, das Spiel macht mich fertig, du. Das ist wieder irgendwann mit dem Dach bestimmt, oder was? Was ist denn das jetzt? Was ist denn das hier? Also, antatschen kann ich es nicht. Das habe ich jetzt auch noch nie. Das ist hier irgendwas mit dem Dach da, oder? Weil das ist genau die Abmessung von dem Dach. Nee. Gucken wir mal. Man kann ja wieder rück. Ah, hier, da fehlt irgendwas. Guck mal, da hat er die Dächer. Deswegen ist die Beleuchtung auch so komisch in dem Haus. Da hat er irgendwas hier kaputt gemacht, hier mir wieder. Ach, dieses Spiel wieder. Wisst ihr, das ist nicht zum Spaßen damit. Hier, echt mal. Jetzt setzen wir dich mal auf die Seite. Müssen wir das hier wieder richten. Decke bauen. Jetzt hat's geklappt. So. Und zurück mit dir. Komm zurück. Dach, du bist dran. Baumodus-Attacke. So. Ja, jetzt passt wieder. Alles gut. Dach gerettet. Beleuchtung gerettet. Okay, jetzt sind wieder die Dinger unten drin. Nee, gut. So, wir brauchen jetzt endlich mal noch ein Klo hier. Aber wir haben auch diese Kabinen, stimmt. Ja, die habe ich wieder gar nicht mehr im Blick gehabt. Ja, die passen jetzt hier nicht mehr rein, leider. Aber brauchen wir auch nicht. Ja, und die haben wir auch noch, die. Könnten wir ein Seerosen-Klo machen. Seerosen. Ich nehme da gern die Wellness-Tag. Die sind so cool. Das ist auch ein schönes, dann ist so ein behindertengerechtes WC einfach, ne? Man hat halt mal ein bisschen mehr Platz. Aber ich kann halt die Nischen, die bringen mir halt nichts, wenn ich die... So. Die Mädels haben ein bisschen mehr Platz noch. Wenn ich die Nischen da platziere, das ist, ne, also wenn ich hier gerade zumache, das ist blöd. Okay, dann gehen wir mal in das Waschbecken rein. Dann nehmen wir mal sowas irgendwie, sowas Schlichtes. Schön mit dem Stein auch wieder, was wir beim Klo haben. Setzen wir das da hinten so hin. Ja, es ist ein bisschen schwierig zum Bauen, aber wir können es ja so machen. Haben wir da ein bisschen mehr Luft. So. Ja, im Live-Modus ist das wieder easy, weil da gehen die Dächer weg. Aber jetzt beim Ding hast du halt verloren, ne? Wenn du Dächer, das ist, liegt daran, weil die Dächer auf dem Stockwerk sind, wo wir auch bauen. Und, ja, eigentlich müsste man ein Dach bis hier hin machen und oben nochmal ein zweites Dach draufsetzen. Funktioniert dann aber nicht wegen der Wölbung. Aber wie gesagt, im Live-Modus ist das kein Problem. Ich kann es auch gleich nochmal zeigen. Weil die sich da einfach ausblenden auch. Wenn man hier unten dann spielt. So zum Beispiel, ne? Und dann hat man die nicht in der Fresse. Beim Baumodus geht das witzigerweise nicht, dass man die entweder ganz runter oder man hat sie in der... Ne? Ja. Okay. Dann gucken wir mal, dass wir das jetzt mal hinkriegen hier. Uiuiui. Da müssen wir nochmal ein bisschen... Sollen wir das so machen mit den Klos überhaupt? Dann mache ich das auch next time hier finito. Den machen wir natürlich noch schön, ne? Aber das ist... Nicht, dass ich jetzt mache und dann sagt ihr, nee, das ist voll blöd. Ich glaube, ich mache die auch grau, dass die nicht so ganz so grell sind auch, ne? Das ist, glaube ich, schöner, wenn das so ein bisschen harmonisch ist. Gibt es hier nicht auch so ein Beige? Das ist natürlich auch schön, aber es sieht gleich mal ein bisschen schmutzig aus. Und Türkis, das wäre auch noch was. Es fällt nicht so auf. Da gibt es auch noch die sind ein bisschen größer noch. Oh ja, die sind ja schön. So ein Türkis oder sowas Bläuliches. Ja, dann ist es ein bisschen irgendwie nicht so grell einfach. Alles mal so, wobei da drin können wir es gern ein bisschen heller lassen. Oder? Okay. Gut. Gute.
Gute, gute. Okay, was brauchen wir noch da drin? Müsste mir noch ein bisschen Feedback geben zu unserem Küchenbereich. Dann machen wir natürlich nochmal irgendwie so ein Waschbecken, so ein Spülbereich. Dann vielleicht auch so ein Müllbereich, so plötzlich es anhört. Und da an die Wand haben wir schön noch Platz. Man könnte auch die jetzt nicht so mittig rein, man könnte die auch an den Rand jetzt setzen. Das wäre dann vielleicht ein bisschen organisierter. Oder man macht das hier irgendwie, dass die da rum so stehen. Dann können nämlich die Kellner da rein. Und dann die dann direkt hier abholen irgendwie. Das ist ja auch noch cool. Man muss denen immer so ein bisschen Luft geben. Und hier so rum dann eben, ne? Dass das hier so ein... Dass die da so durchlaufen können. Das ist wie so ein Gang. Dass das so ein bisschen getrennt und trotzdem offen. Und keiner ist so zwischen den Türen da irgendwie, ne? Können geradewegs durchlaufen quasi. Noch ein bisschen zurück. Dann können wir da auch noch... Ich bin jetzt ganz überlegen wegen dieser Tapete. Ich würde es, glaube ich, doch dann so weiß machen, weil wir ja an der Tür, da sieht es blöd aus, ne? Wenn da an der Tür dann weiß ist und sonst nirgends. Und das kriegen wir aber hin. Oh, das Licht ist ja echt der Hammer. Schön. So, dann machen wir mal Affinito heute, oder? Noch ein bisschen Sumpf, immer noch ein bisschen Sumpf, Fleißarbeit. Ja, muss man machen, auch gehört auch dazu. Ich bin eigentlich nicht böse, wenn ihr abschaltet. Ist doch blöd für das Video, wird es schlechter gerankt, wenn ihr alle abschaltet hier und dann denkt, das YouTube hier macht der Daniel irgendwie Scheiß. Interessiert keine Sau. Wahrscheinlich ist es auch so. Deswegen schlägt er das Video dann wieder niemanden vor, aber das ist mir eigentlich egal. Das ist mir eigentlich egal. Hier machen wir noch ein bisschen hier. Wir müssen damals so ein bisschen noch Frosch im Hals, ein bisschen weitermachen noch, sonst wird das nämlich nie was fertig. Oh, ich freue mich schon. Da muss man eigentlich ja jetzt schon Let's Playen da, ne? Das ist ja irgendwie schon wieder, das lädt ja richtig dazu ein, dass man das jetzt auch besucht, Mensch. Da will man ja unbedingt ran jetzt auch. Richtig mal schönen Ausflug machen mal wieder. Mit den Let's Play Familien hier, oder? Muss man eigentlich schon machen bald. Ist immer gut, wenn man von beiden Seiten mal guckt, dann sieht es auf jeden Fall gut aus. Lange Schmäger. So. Guck schon, sind wir fertig hier. Das geht ja eigentlich ganz ratzfatz hier auch. Und ich finde, es sieht ganz gut aus mit dem Gras. Ich weiß nicht, was ihr gegen das Gras habt. Es ist eine schöne Mischung von den Farben, von den Grüntönen. Ja. Das ist wie ein Disney World, das sieht man auch mal manchmal noch die Ränder im Freizeitpark, ne? So. Von den vermeintlich. Aber wir haben auch noch das Matschegrün, das wollte ich noch genau. Nicht, dass ich das vergesse. Das kann man nämlich auch noch rein. Ist das beim Brunnen? Ja. Matschegrün hier. Ja, nehmen wir das. Da gibt es ja auch noch, ne? Ein bisschen Matschegrün. Das fehlt immer noch. So Algen. Ja, so ein bisschen nur. Natürliche Ordnung hier wiederhergestellt. Das ist doch ganz gut. Hier mal immer so in den Ecken, das sammelt sich dann. Naja, ist doch so. Mal schwimmt es ein bisschen rüber und dann sammelt sich hier vielleicht noch. Ja, ist auch witzig, weil wir jetzt beim Wedding Castle letztens hatten wir ja genau eigentlich auch das Thema mit so einem romantischen Teich. Das ist ja eine Hochzeitslocation, mein Wedding Castle, ja? Da gibt es auch Blütenteich und so. Das ist halt sehr ähnlich irgendwie witzigerweise geworden jetzt. So, das wird schon noch. Ja, das machen wir nächstes Mal weiter, hier ist noch nicht fertig. Aber dann habe ich jetzt mal ein bisschen weiter gemacht, nochmal ein Eck fertig hier, das ist gut. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Seerosenrestaurant. Daumen nach oben nicht vergessen. Vielen lieben Dank. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.